Okay, girls, let's count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Shit. 1, 2, 1 more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spezial Privatkampf. Im Privatkampf mit euch, mit der Special Sebisphäre, beziehungsweise Baller auf Englisch. Heißt die wirklich auf Englisch Baller? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich habe direkt eine Waffe ausgewählt, mit der man richtig schnell die Special auflädt. Ich habe die jetzt schon ready. Ich gehe mal zu den Gegnern und use sie. Komm, magst du runterkommen? Weil in diesen Videos geht es darum, bei Spezial-Privatkampf, dass die Specials richtig viel Ich wollte eigentlich runterfallen, lol. Dass die Specials richtig viel gespammt werden. Und der Pinsel ist zu schnell, ich komme nicht hin. Also an alle, die Spezialprivatkampf noch nicht kennen, schaut euch meine anderen Spezialprivatkampf-Videos an. Ist immer toll, wir hatten schon alle möglichen Specials. Wir hatten den Hammer, hatten wir schon. Wir hatten schon Curling-Bombenhagel. Wir hatten schon ein paar Sachen, aber es fehlen immer noch viele Sachen. Ich blende euch jetzt ein, welche Waffen noch fehlen, welche Spezialwaffen. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Das, was am öftesten in den Kommentaren stehen wird, den habe ich jetzt getötet, wenn ich nicht den getötet habe. Das, was am häufigsten in den Kommentaren stehen wird, werde ich im nächsten Spezial-Privatkampf spielen mit euch. Wie ihr mitmachen könnt, join auf meinen Discord-Server, seid dort aktiv, dann seht ihr, wann ich euch schreibe, dass ich eine Aufnahme mache. Also ich schreibe dann einfach in irgendeinen Chat rein, entweder in Hashtag Chat oder in Hashtag Zocken schreibe ich dann Aufnahme, Spezial-Privatkampf, kommt her Leute, wer will mitmachen. Und ja, so läuft es ab. Verdammt, ich klebe fest auf dem Schwamm. Ich wollte da hochhüpfen. Ja, jetzt explodiert mein Baller von selbst. Ha, ich will ihn halt so oft wie möglich einsetzen, damit es ein richtiges Chaos ist. Weil darum geht es im Spezialprivatkampf. Das hat eh jeder Baller. Ja, sieht so aus. Bei den Gegnern auch. Alles gut soweit. Das heißt, die Runde müssen wir nicht wiederholen. Es verstößt niemand gegen die Regeln. Also gut. Revierkampf ist jetzt noch nicht so spannend. Aber dann in den Rangkampf-Modi wird es auf jeden Fall interessant. Vor allem Turmkommando wird witzig, wenn irgendwie alle am Turm stehen und Baller einsetzen und dann runtergestoßen werden. Das könnte lustig sein. Kommt ihr mal runter? Ja. Oder du tötest mich von da oben. Airbrush Power! Woo! Komm, spring runter, dann setze ich meinen Baller ein. Oh mein Gott, er ist wirklich runtergesprungen. Nein, meine Range. Ich habe keine Range. Das ist doch doof. Ach Mann. Komm, Hamid noch. Nein, er hat viel mehr Range. Aber ich glaube, wir haben trotzdem gewonnen. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch ganz viel Spezial-Ladezeit Plus extra für Spezial-Privatkämpfe angefertigt, damit wirklich ganz viele Specials in eine Runde passen. Und ich habe auch den anderen gesagt, sie sollen das machen, aber nicht alle halten sich dran. Obwohl sie theoretisch mehr Spezial-Ladezeit Plus hätten, aber sie wollen unbedingt andere Effekte. Shoujo, meine Augen sind auf dich gerichtet. Viele sagen auch, die Sebisphäre ist mittlerweile die schlechteste Special im ganzen Spiel und das kann durchaus stimmen, weil es gab so viele Nerfs gegen diese Special, die ist mittlerweile echt nicht mehr gut. Jetzt spiele ich meine aktuelle Main, mit der bin ich sehr viel im Rangkampf unterwegs. Also die Gallon, Punkt 52, glaube ich. Bin mir bei der Zahl jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube, das ist schon die Wahrheit. Und wir spielen Goldfisch, ich bin so dumm und gehe nicht in die Mitte. Und ich liebe einfach die Detektive. Ah, da rollen schon die ersten Bälle. Wir hätten eigentlich den Goldfisch nehmen können, aber ich bin gerade ziemlich unaufmerksam, was das Spiel angeht. Komm, ich will euch sprengen. Nein, sie konnten abhauen. Fiona, nein. Man merkt, im Vergleich zu Airbrush dauert es schon um einiges länger, die Special aufzuladen. Ich jump mal und im Notfall setze ich Baller ein, falls da irgendwer kommt. Tatsächlich kommt da wer. Boom, was willst du machen? Von beiden Seiten mit Baller. Da kommt der nächste Baller. Und instant umbringen, so. Gehen wir da lang, würde ich sagen.
Huch, jetzt könnte jemand Baller machen und den Weg nach vorne rollen. Dann könnte man easy mit dem Goldfisch da langlaufen. Und einen Baller, schnell weg. Aua. Nur noch Fiona lebt, schnell Goldfisch. Nein. Stopp. Wir treffen mich nicht. Geh da hoch. Nein, bei 1. Wäre ich da hochgekommen oder hätte ich färben sollen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre gerade noch hochgekommen. Ja, aber die können kaum noch was machen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt noch einen K.O.-Sieg machen. Also werden wir fix gewinnen. Ja, du bist in der Ecke. Was willst du machen? Mich umbringen. Okay. So. Nein, noch keine Chance gehabt. Da muss man wirklich einig loswerden von den Gegnern, damit man durchkommt. Ja, wie zum Beispiel jetzt. Lol. So, jetzt spiele ich meinen ehemalig... Oh nein, wer hat denn noch Schwapper? Bitte sag nicht Fiona oder so, weil die ist gut damit. Jetzt habe ich meinen ehemaligen Schwapper, den ich früher mal gemaint habe. Ich habe aber so lange nicht mehr Schwapper gespielt. Keine Ahnung, ob ich das Teil noch kann. Aber ich bin so langsam, ich vermisse meinen Schwimmspeed. Also was kann ich auch? Lol, boom, spreng mich. Ich will wissen, wer du bist. Ich kann Schwapper nicht mehr. Was soll ich machen? Hamid, du hast auch Pure Spezialladezeile. So, also verwende es auch. Mann. Ihr wollt alle flexen, wie skillig ihr seid, indem ihr nicht euch an die Regeln hält. Nein, jetzt führen die Gegner. Wir müssen was machen. Wir müssen was unternehmen. Und es ist schwer, auf diese Brücke zu kommen, wenn man den Low Ground hat. Ah, und dann kommt von der Seite Hamid und mach einmal mit dem Roller Bam und ich bin weg. Jetzt lass die nicht gleich den K.O.-Sieg holen. Komm. Wir haben auch fast bis zur Hälfte gepusht. Dann können wir das nochmal machen. Oh, als ob ich zu nah war. Jetzt unterschätze ich wohl doch den Baller, wenn ihn alle so schlecht reden. Painted. Ich brauche meinen Baller, ich brauche meinen Baller. Ja, komm her, ich will dich töten. Danke, sehr gut. Wir haben ihn Pluspunkten bereitet. Pluspunkte bereitet. Mein Deutsch. Was machst du da? Lino. Hä? Oh, ich bin so langsam. Oh mein Gott, ihr habt so recht. Ich brauche auch meine Perks. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Wir wollen ganz viele Baller. Lino, was machst du da? Ich verstehe es nicht. Komm, bumsen wir. Komm, komm. Okay, dann nicht. Ich glaube, das ist wirklich Fiona. Ja, das ist tatsächlich Fiona. Ach, aber Hamid kriegt mich die ganze Zeit. Was macht Lino? Lino, spiel doch mit. Ich will nicht wegen dir die Runde wiederholen. Was machst du da? Leute, wir machen noch eine Runde Herrschaft, denn Lino hat den falschen Pinsel genommen. Deswegen ist er nur rumgestanden. Er ist AFK gegangen, weil er den falschen Pinsel hatte, nicht den mit Baller. Deswegen machen wir jetzt nochmal Herrschaft und die Teams sind auch fairer. Wir haben zwar, selbst obwohl Lino nicht gespielt hat bei den Gegnern, haben wir verloren, weil einfach die drei besten Spieler im Team waren. Ich höre schon irgendwo einen Baller rollen. Das macht mir Angst. Wieso bist du nicht gestorben? Stirb. Oh, da hat mich mal bemerkt. Lino, kannst du bitte wieder AFK gehen? Du bist zu gut und zu nervig. Ich stelle mal überall Sprungbojen auf. Damit man schneller wieder ins Geschehen kommen kann. Huch, wen habe ich denn da gerade umgebracht? Einfach nur um runterspringen. Blub. Ja, ich weiß nicht. Roller ist eigentlich so eine coole Waffe, aber ich spiele halt in letzter Zeit, beziehungsweise seit Jahren spiele ich nur noch so wenige Waffen. Das ist echt schlimm. Yay, wir führen. Vielleicht gewinnen wir jetzt die Runde Herrschaft. Ah, ich hätte keinen senkrechten Schlag machen dürfen. Dann hätte ich ihn easy gekillt. Weil beim senkrechten Schlag musste ich zielen. Beim vertikalen Schlag muss man nicht zielen. Vertikal und senkrecht ist dasselbe, lol. Ihr wisst schon, was ich meine. Der waagrechte Schlag. Damit muss ich nicht zielen. Aber dafür ist die Reichweite nicht so hoch. Bam. Roller ist schon nice. Ich muss mehr Roller spielen. Aber das kann ich euch tausendmal sagen und ich werde es nicht tun. Oh oh, da kommen die Baller. Da kommen die Baller. Und nehmen uns die Zone kurz vorm Sieg. Ah, wir haben gewonnen. Weiter geht's mit Turmkommando. Diese Waffe, ich spiele das einfach nie. Weil da braucht man so lange, bis man wieder in die Tinte gehen kann. Gefühlt erst dann, wenn die ganzen Dinge auf dem Boden gelandet sind. Wow. Uff. Oder verwechsel ich das gerade mit einer Waffe? Irgendwie kann man doch schnell in die Tinte. Ich schieße. Ja, ein bisschen muss ich schon warten, bis ich wieder in die Tinte gehen kann. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen.
Ach, kannst du mal aufhören, mich zu snipen? Ich möchte auch mal mitspielen. Ich muss ein bisschen aufmerksamer sein. So, du gehst mal vom Turm runter. Lass mich in Ruhe mit deinen Snipes. Okay, I'm scared. Ich muss hier Baller machen, weil ich bin last. Das ist zwar kein Grund, ein Special einzusetzen, aber ich hatte Angst, okay? Wo geht der Sniper jetzt schon wieder hin? Bruh. Nein, er ist runtergekommen! Ich dachte, ich kann mich jetzt anschleichen von der Seite. Och man. Oh mein Gott, überall Baller. Was soll ich machen? Nein, jetzt will ich den Sprinkler töten, wetten. Wie wieder der Sniper auf mich geht. Och, alle haben Baller und können sich schützen, wenn sie wollen. Wer hat sich das ausgedacht, dieses Video zu machen? Wer hat sich das ausgedacht? Welcher YouTuber kommt auf so eine dumme Idee? Oh nein, ich höre... Baller. Oh mein Gott! Von beiden Seiten, Alter! Ach man, wir haben verloren. Macht euch gefasst auf unsere Team-Comp. Das wird ein Spaß. Und ich spiele eine Waffe, mit der ich keine Ahnung habe, wie es laufen wird. Also, ich versuche einfach ganz viele Indirects zu machen aus der Entfernung. Und dann bin ich happy. Yay, Leute, ich habe sogar einen Direct. Was sagt ihr jetzt? Und der nächste Indirect. Oh mein Gott, ich habe zwei Leute getötet, indem ich sie einfach nur mit einem Baller berührt habe. Und ich sollte nicht jumpen mit der Waffe. Dann schießt die irgendwo hin und nicht geradeaus. Oh, stimmt. Die wollen ja eine Verlängerung jetzt machen. Habe ich vergessen. So, schnell die Muscheln aufsammeln, damit die niemand nehmen kann. Oh mein Gott. Weg damit. So, das war's. Und hier sind wir in der letzten Runde für heute. Ihr könnt euch jetzt meine krassen Sniper-Skills anschauen. Also ja, mal sehen, was ich killen werde. Was ich kommentieren soll, weiß ich jetzt absolut nicht mehr. Deswegen wird es viele Cutscenes in diesem Video geben. Oh mein Gott, die Baller! Sie können nichts machen! Sie werden zurückgedrängt! Oh oh. Ich wollte jumpen. Aber da war Wasser. Oh nein. Ich wäre eh nicht schnell genug weggekommen, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott, sie kommen hoch. Wir sind so am Arsch. Oh, diese Map ist aber auch... Die ist broken. Stell dich auf der Map mal irgendeinen... Rangkampf-Modi vor. Das würde einfach nicht funktionieren. Habe ich schon den Kill mit der Sniper? Natürlich nicht. Ich will noch einen Sniper-Kill machen. Das ist doch richtig traurig. Oh mein Gott, ich schieße daneben. Oh mein Gott, schon wieder. Hör auf auszuweichen. Ist doch lächerlich. Leute, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, welche Special ihr beim nächsten Spezialprivatkampf sehen wollt. Irgendwann, hoffentlich noch vor Splatoon 3, haben wir alle Specials durch. Und dann können wir das wieder in Splatoon 3 machen, maybe. Und die Gegner hatten Disconnect. Deswegen haben wir gewonnen. Upsi. Aber das wiederholen wir jetzt nicht. Sonst wiederholen wir so viele Runden in dem Video. Also vergesst nicht, die Special in die Kommentare zu schreiben. Und ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es jetzt nicht ultra spannend war. Das Besondere war halt das mit den Specials. Und ja, ich mag das Format sehr. Deswegen werde ich es weiterführen. Auch wenn es jetzt nicht ultra unterhaltend ist, wenn ich kein Thema habe. Aber ja, was soll man machen? Hauptsache, die Idee ist eine coole. Und die möchte ich auch noch zu Ende bringen. Und damit verabschiede ich mich. Tschüssi. 3, 2, 1, Sprung. Was ist passiert? Habt ihr euch gestoßen? Abstand. Sie hat Corona. 3, 2, 1, Baller. Und springen. Sorry, ihr wurdet alle weggestoßen. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, ihr seid alle schon da oben gestorben. Ich bin der Einzige, der gepoppt ist. Oh, wie traurig.